ja, dann wurde auch durch Mundpropaganda, nehme ich an, gesagt, die sind schon in der Stadt Barth, die werden bald kommen. Und ich weiß, diese gespannte Atmosphäre, die hat mich, obwohl ich mich freute, weil alles sagte, wenn endlich der Krieg zu Ende ist, hat mich auch ergriffen und dachte, was wird jetzt? Ja? Und dann passierte etwas, was ich so erst im Nachhinein erfahren habe, im Bodden, also das ist das gegenüberliegende Wasser von der Ostsee, ankerte ein Schiff. Es heißt heute manchmal, es waren zwei Schiffe, weiß ich nicht, ist auch völlig egal, mit Alkoholika für die SS. Und mein kluger Onkel hat sich aufgemacht zu dem Kapitän dieses Schiffes. Es war auch keine SS mehr so richtig da oder überhaupt nicht mehr da, weiß ich nicht. Jedenfalls ist er da hingegangen und hat gesagt zu dem Kapitän, Sie müssen dieses Schiff versenken. Es sind nur ein paar Tage und dann sind die Russen hier. Und wenn denen Schnaps in die Hände fällt, dann ist hier der Teufel los. Also versenken Sie es. Und dieser Kapitän gab zur Antwort, das darf ich nicht, es ist Staatseigentum. Und er versenkte es nicht. Und die Russen kriegten das Schiff und waren also haufenweise stinkbesoffen. Und da hat mein Onkel die Frauen und uns Kinder gesammelt und gesagt, ihr fahrt jetzt auf den Kirr, das ist eine Insel im Bodden, wo seine Frau herstammte. Und so haben wir den Einmarsch der Russen auf dem Kirr erlebt. Und den ersten Russen, den wir da gesehen haben, war auch ein stinkbesoffener Russe, der Ziehharmonika nicht mal spielen könnte, sondern so. Und dann nach 10 oder 14 Tagen hieß es so, jetzt könnt ihr wieder nach Mückenburg, das war unser Dorf, kommen. Und da erinnere ich mich gut, die ersten russischen Soldaten erlebt. Für mich war das Ganze eine Befreiung. Es war toll. Die Nazis waren weg. Ich hatte mir große Sorgen dann, je älter ich wurde, große Sorgen um meine Eltern gemacht, was denen passiert. Und jetzt konnte ihnen nichts mehr passieren. Wunderbar, Befreiung.